Es hat ein bisschen was von einem Blind Date, als Emi auf ihren Gast am Kölner Hauptbahnhof wartet. Schließlich wird die 27-Jährige die nächsten zwei Tage mit jemandem teilen, den sie noch nie gesehen hat. Ich freue mich schon total, dass sie dann gleich da ist und dass wir dann uns mal persönlich kennenlernen können. Ich freue mich einfach, ich bin gespannt. Dieses Gefühl kennt auch Winfried Horalek. So, herzlich willkommen. Das ist also mein Reich hier. Der 69-Jährige hat als Couchsurfer schon oft Tisch, Bad und Schlafzimmer geteilt. Mit wildfremden Menschen in fremden Ländern. Klassische Hotelurlaube könnte er sich auch leisten. Doch die sind dem Weltenbummler einfach zu langweilig. Man hat also direkt vor Ort einen persönlichen Kontakt. Und man kriegt viele Tipps natürlich über diese Stadt oder über dieses Land. Seit 5 Jahren nutzt der ehemalige Lehrer die Schlafplatztauschbörse Couchsurfing im Internet. Auf diese Weise ist er erst kürzlich 3 Monate lang durch Südamerika gereist. Bei Emi in Köln wird's nun ernst. Ihr Gast ist da, Kirsten, 28, aus Dänemark. Emi? Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Du hast aber gar nicht lange Haare mehr. Ja, nicht mehr. Vor 3 Jahren wurde Emi Mitglied bei Couchsurfing für einmalig 20 Euro. Seitdem haben sich insgesamt 20 Köln-Besucher auf ihrer Couch niedergelassen. Das ist mein kleines Reich. Hier ist die Couch. Und da ist mein Bett, da schlafe ich. Und da kleinen Balkon. Ja, fühl dich einfach mal zu Hause. Mit einem fremden Menschen auf 38 Quadratmetern. Schlechte Erfahrungen? Fehlanzeige. Vielleicht ist es ein bisschen Naivität auch, aber ich habe dieses Vertrauen dem anderen gegenüber und hatte nie so Angst gehabt oder sonst irgendwie schlechte Gefühl, dass mir was passieren kann. Also man kann halt so aufgrund der Referenzen schon ziemlich gut einschätzen, was für ein Couchsurfer das ist, der da zu Besuch kommt. Sicherheit ist ein wichtiges Thema bei der größten Schlafplatzbörse der Welt. Rund 1 Million Unterkünfte in fast 250 Ländern werden über Couchsurfing vermittelt. Kostenlos. Über Bewertungen anderer Mitglieder lässt sich prüfen, wie vertrauenswürdig ein Übernachtungsgast ist. Die Kommentare zeigen auch, wie zufrieden die Couchsurfer mit der Unterkunft waren. Alleinreisende wie Kirsten finden so auf der ganzen Welt schnell Anschluss. Und sie sparen sich die Kosten für ihre Unterkunft. Klar, es ist teuer, wenn man in eine andere Stadt geht, einfach mal einen kurzen Termin hat, dann da ins Hotel oder ins Hostel zu gehen. Aber es geht mir auch darum, Menschen kennenzulernen. Ja, das ist mein Wohnzimmer und hier steht die ominöse Couch, auf dem ich dann meine Couchsurfer unterbringe. Sie ist groß genug, da können auch 2 Leute drauf schlafen, ganz gut. Und damit haben natürlich meine Gäste ein eigenes Zimmer. Das ist übrigens in den meisten Fällen so. Mit etwas Glück nächtigt man sogar in einer Villa. Stippvisite bei Millionären. Und davon gibt es bei Couchsurfing mehr, als man vermuten könnte. Auch Winfried Horalek hat seinen Kopf schon so luxuriös gebettet. Das war auf Vancouver Island in Kanada, auf einer kleinen Insel. Die Nachbarinsel gehört Bill Gates, also Millionäre. Und dementsprechend schön war das Haus und dieses herrliche Zimmer mit dem Blick auf das Meer. Also das war mit meine schönste Nacht. Kürzlich tourte Winfried 3 Monate durch Südamerika und war zu Gast bei 19 anderen Couchsurfern. So, angekommen in La Serena. Das ist Juan Carlos, mein Couchsurfing-Haus. Die Küche, dann schließt sich sofort das Wohnzimmer an. Ja, ich bin in San Pedro de Atacama im Norden von Chile. Das ist mein Couchsurfing-Schlafzimmer. Das ist übrigens die Couch, auf der ich dann geschlafen habe. Und das in diesem Weihnachtszimmer. Also hier kann man mit Sicherheit zufrieden sein. Doch manchmal gibt es auch Missverständnisse, wenn 2 Kulturen aufeinander prallen. Ich habe auch da schon mal einen Anrüffel bekommen, weil ich den Toilettendeckel offen gelassen hatte irgendwo. Das hat es auch gegeben. Ansonsten sind deutsche Couchsurfer weltweit herzlich willkommen. Die Deutschen mag ich besonders. Sie sind sehr reiseerfahren und sprechen meistens ganz gut Spanisch. Das gefällt mir. Geben und nehmen ist das Prinzip von Couchsurfing. Offenheit und Flexibilität sollten die Couchtouristen allerdings mitbringen. Ich mag das immer gerne, wenn ich auch dann was zeigen kann, davon, wo ich so lebe und was mir hier so lieb ist.
Als Hobbyreiseleiterin macht Emi einen tollen Job. Und so wird das Wochenende für Gast und Gastgeberin ein Riesenspaß. Wir sind eins. ARD.